Buenos dias, amigos. Hier ist Pedro. Und heute werde ich euch etwas zeigen, das die Mädchen dazu bringt, euch zu küssen, auch wenn ihr so hässlich seid wie ich. Hilfe, ich ertrinke! Ach du meine Güte, ein Mann in Not. Dieser Pedro ist gewieft. Ja, der ist der König aller Stecher. Der Typ ist echt ein krasser Bräutechecker. Das ist die Erleuchtung. Wir machen das genauso wie er. Wir stellen den Ladies Captain Knutscher vor. Oh, ja. Ran an die Bimmel. Willst du zuerst schlabbern? Ich hab einen Plan. Folg mir rückwärtig, Lex. Wir springen in den Spritzklops, tun, als würden wir ersüffeln, die Ische rettet uns und schlabber die Wichs, Zunge im Mund. Das ist ja ultra cross. Oh, helfen Sie uns, Lady, wir ertrinken. Worauf wartet die Melone? Wer weiß, vielleicht drücken ihre Okolyten gegen die Gehörgänge. Na Jungs, gerade dabei Mädchen anzumachen? Euer kleiner Trick war zu durchsichtig. Ihr seid an der jungen Dame da vorne interessiert, hm? Ihr stellt das völlig falsch an. Seht mal einem Profi zu. Hallo, schöne Frau. Wenn ich nicht mit Ihnen auf einem Foto bin, habe ich mein Leben verplempert. Darf ich? Dafür braucht man Jahre der Erfahrung. Wow! Ich habe auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Es gehört euch für nur $200. Das ist der beste Weg, um ein wahrer Playboy zu werden. Ja! Mann, so ein Hammer. Ich habe noch nie ein Buch von innen gesehen. An welcher Seite blättert man die Schwarte eigentlich auf? Da muss doch irgendwo sowas wie eine Anleitung sein. Klar, die schwirrt hier irgendwo rum. Siehste, wenn ich nicht, dann würdest du, dann könntest du. Fieses Kopfwasser. Ja, ich bin stolz auf dich. Hier ist wirklich alles drin, in Extremanleitungen und ohne Ende. Kapitel Uno, Blumen anbieten. Schon am Start. So ein Sträußchen wäre schon Feinchen. Na, dann nimm's mit. Hey, was bildet ihr euch eigentlich ein, wer ihr seid? Was ist hier los? Das waren meine Blumen. Oh, tut mir sorry, Frau Maulwurf, aber wissen Sie, unser Buch hat gesagt, wir sollen hier ein Pflücknicken machen. Zeig her die Lektüre. Hier, gut, Leck. Was ist denn los? Spreche, du! Was ist das für ein Quatsch mit Soße? Du bist betrogen worden! Du bist so doof! Wenn du glaubst, dass du damit davonkommst, hast du dich geirrt. Ich werde dich verklagen, das schwöre ich! Zier dich nicht! Du mach hin, ran an die Olga! Da drüben sind sie! Das sind die zwei, die die Blumen einfach rausgerupft haben! Sieh an, ihr mögt also ganz besonders Blumen. Ihr wollt einer Lady damit eine Freude machen, richtig? Aber ihr habt dabei was vergessen. Zu einem richtigen Blumenstrauß gehört auch ein bisschen Grün, dass das Ganze etwas auflockert. Okay, was folgt nun? Kapitel Duo. Um eine Frau zu beeindrucken, muss man viele Muskeln besitzen. Ja. Geh mal ein Stück zur Seite, du bist im Licht. Warte nur, bis sie mein riesengroßes U-Boot sieht. Hey Lady, guck mal schön hart. Hallo? Was machen Sie denn mit dem U-Boot von meinem Gehen Vater? Sie weg! Sehen Sie nicht, dass er die Torpedos scharf macht? Niemand darf das U-Boot von meinem Vater ranfassen, also lasst den zukünftig die Finger davon.
auf zwei Türsteher. Die werden mein Fahrrad nie wieder anfassen, so viel ist sicher. Was verklickert uns das nächste Kapitel? Frau Einmögen ist, wenn du ihnen das Leben rettest. Wir machen eine Attackenattrappe, einer rettet sie und schlammerdiwix, Zunge im Mund drin. Aber ordentlich anziehen, Kind. Geben Sie mir alle Ihre Sachen und sonst knallt's, Hey, du mieser Schuft, nicht bewegen und nimm sofort die Waffe runter! Niemals! Auch gut, dann bereite dich schon mal auf eine ordentliche Tracht Prügel vor, du Elendiger! Ätsche! Banzai! Ei, ei! Völlig hohle Aktion, aber kommt cool! Machen Sie sich keine Sorgen, ich bin hier, um Sie mit meinem Leben zu verteidigen. Und du verschwindest jetzt hier, aber ein bisschen plötzlich, sonst werde ich sauer. Ich beschütze Sie vor dem Schuft, keine Angst. Kommt ja gar nicht in die Tüte, Lümmellut. Ich beschürze Sie. Gib es auf, du fürchterlicher Schurker. Nö, alles meins. Lass endlich los, ich rette Sie. Ha, wir müssen uns wohl noch einen Schmöker zulegen. Wie macht man Ständeröcken an? Kannst dich mal gehackt legen. Ich hab sofort gecheckt. Ich wollte dich nur mal testen. Von mir aus? Dafür behalte ich den Kopf als Souvenir. Auf allerkeinsten. Griffel weg. Gib den Kopf von meiner Freundin. Ich meine, von meiner Plastelaste her. Das ist nichts für Kinderfinger. Aber Hackyhead ist ein guter Headysack. Mann! Ich werd dir gleich. Oh, nein.